Eine deutliche Erhöhung des Grundfreibetrages hilft insbesondere Mindestlohnempfängern. Und eine Abmilderung der Progression durch Verschiebung der Eckwerte entlastet alle Steuerpflichtigen. Es kann doch nicht sein, dass man mit 63.000 Euro Einkommen den Spitzensteuersatz von 42% entrichtet. Kollege Schröder, das sind doch keine Reichen. Das sind Ingenieure, das sind Facharbeiter, das sind mittelständische Unternehmer, die auch ihre Däten finanzieren. Und die wollen Sie jetzt noch höher belasten. Das geht doch nicht. Ganz anders sieht es jedoch mit den vielen Pauschbeträgen und Pauschalen aus. Werbungskostenpauschbetrag bei sonstigen Einkünften seit 1955 unverändert. Arbeitnehmerpauschbetrag seit 2011 unverändert. Sonderausgaben für Kinderbetreuung seit 2006 unverändert. Häusliches Arbeitszimmer seit 1996 unverändert. Und so geht es gerade fort. Daher die Forderung der AfD, automatische Indexierung aller Geldbeträge im Einkommensteuerrecht nach dem beigefügten Gesetzesvorschlag, das wäre internationaler Standard. Hier behaupten Sie immer, Sie wollten das vergrößern. Wenn Sie mal Staatsverantwortung tragen könnten und mit uns diese Wirtschaft in dieser brenzlichen Situation unterstützen könnten, machen Sie einen Rückzieher. Das sollten alle Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen wissen. Diese CDU ist leider im Moment auch nicht Ihre Freundin, sondern das sind wir, die Ampel. Den Anträgen der Fraktion der AfD mit den Titeln Die erheblichen Steuermehreinnahmen Deutschlands richtig einsetzen, die Bürger nicht für ausländische Staaten mit einer Vermögenssteuer oder Vermögensabgabe belasten und die inflationsbedingte Bereicherung des Staates an Erbschaften und Schenkungen verhindern. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute über einige Anträge und einen nicht vorgelegten Gesetzentwurf der AfD-Fraktion mit dem Titel zu Steuermehreinnahmen, wie diese verwendet werden sollen. Ein Antrag dreht sich um kalte Progression und wie diese verhindert wird. Ich mache kein Geheimnis daraus, dass es auch für die Fraktion der Freien Demokraten eine Top-Priorität ist, die kalte Progression regelmäßig auszugleichen und entsprechende Belastungen bei der Einkommenssteuer zu verhindern. Und deswegen machen wir das auch. Ich finde zweitens, und da wird es interessant, legen Sie einen Antrag vor, bei dem Sie sagen, Deutschland dürfe keine Vermögenssteuer und keine Vermögensabgabe einführen, um die Ukraine weiterhin zu unterstützen, Geld an die Ukraine zu überweisen. Sie tun so, als wäre das zueinander ein Aliud. Auch hier eine Aufklärung. Die Koalition führt keine Vermögenssteuer und keine Vermögensabgabe ein und trotzdem unterstützt sie die Ukraine mit aller Kraft. Ich finde, darauf kann man stolz sein und ich finde, das ist kein Aliud zueinander. Und beim Dritten wird es dann noch interessanter. Sie haben angekündigt, einen Gesetzentwurf vorzulegen angesichts der Diskussion um die Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Wir alle kennen diese Diskussion. Sie haben aber ausnahmsweise mal Kreativität gezeigt, sind zwar am falschen Ende angelangt, aber Sie haben sie immerhin gezeigt. Sie wollten nämlich einen neuen Mehrwertsteuersatz einführen. Das finde ich wahnsinnig interessant. Die AfD hatte angekündigt, hat es dann zurückgezogen aus guten Gründen, hatte angekündigt, einen eigenen Mehrwertsteuersatzvorschlag vorzulegen für Gastronomie, nämlich 10%. Jeder von uns kennt die Debatten um die Mehrwertsteuersätze, um 0%, um 7%, um 19%. Dass die AfD, die sich gerne als marktwirtschaftliche Partei oder als Steuerentlastungs- oder Steuerbürokratieentlastungspartei verkaufen will, jetzt vorschlägt, einen neuen Mehrwertsteuersatz einzuführen, ist ja wohl an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Gut, dass Sie das in Ihrer eigenen Fraktion zurückgezogen haben. Was werden wir nun also tun? Wir werden den Kurs mit Entlastungen fortsetzen. Zum kommenden Jahr werden wir mit 15 Milliarden bei der Einkommenssteuer entlasten. Um es mal auf einen konkreten Punkt zu bringen, wir werden den Grundfreibetrag um fast 1.000 Euro erhöhen. Bedeutet für jeden arbeitenden Menschen
da draußen, dass er in Zukunft im Jahr bis zu 1.000 Euro mehr dazu verdienen kann, steuerfrei. Ich finde, das ist ein richtig gutes Signal. Und wir entlasten Unternehmen, weil sie auch das noch immer nicht verstanden haben, dass man in einer Zeit der Inflation nicht zusätzliche Maßnahmen ergreifen darf, die die Inflation anheizen, zum Beispiel durch zusätzliche staatliche Transfers. Deswegen muss man klug ansetzen, und Ökonominnen und Ökonomen haben uns alle geraten, auf der Angebots-, gut bis auf Marcel Fratscher, aber sonst alle auf der Angebotsseite zu entlasten. Und deswegen führen wir ein Wachstumschancengesetz ein, das Unternehmen um 6 Milliarden entlastet, ein Zukunftsfinanzierungsgesetz, das den Fluss von privatem Kapital mit 1 Milliarde Euro entlastet. Und deswegen werden eine Menge Entlastungen über 20 Milliarden Euro ab dem kommenden Jahr wirken. Und ich finde, das ist ein guter Kurs. Vielen Dank. Auch Ihre Anträge lehnen wir ab. Und für die Unionsfraktion hat jetzt das Wort Sebastian Prehm. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind in der letzten Sitzungswoche vor Weihnachten. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Die Familien kommen zusammen, um miteinander Weihnachten zu feiern. Aber es gibt auch Menschen, die mit großer Liebe und Hingabe sich an Weihnachten um die Menschen kümmern, die alleine sind, zum Beispiel in Krankenhäusern, in Altenheimen. Es gibt Menschen in der Jugendhilfe, die sich mit Liebe und Hingabe um die Jugendlichen kümmern, die keine intakten Familien haben, oder sich mit Liebe und Hingabe um Flüchtlinge kümmern, die in der Jugendhilfe ankommen. Diese Menschen arbeiten 24 Stunden, 7 Tage mit Nachtschicht, mit großer Leidenschaft. Und natürlich gehören auch viele andere Berufe noch dazu. Und wenn die heiligen drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar Geschenke wie Weihrauch, Myrrhe und Gold aufwarteten, machen Sie in der Ampel diesen Menschen der arbeitenden Mitte keine schönen Geschenke, auch wenn sie schön verpackt sind. Und so steht zum Beispiel auf dem Geschenkpapier Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Packt man das Geschenk aus, so kommt es ab 2024 zu einer deutlichen Erhöhung der Benzin- und Dieselpreise für diejenigen, die jeden Tag mit ihrem Auto privat in die Arbeit fahren müssen. Und auf dem anderen Geschenkpapier steht Förderung von Maßnahmen für den Klimaschutz. Packt man dieses Geschenk aus, streichen Sie großzügig bei den notwendigen Förderprogrammen zum Heizungstausch von neuen Elektrofahrzeugen. Die Entlastung des Strompreises haben Sie auch gestrichen, und es belastet wieder diese arbeitende Mitte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auf dem dritten Päckchen steht auf dem Geschenkpapier sozialer Zusammenhalt und Teilhabe. Packt man dieses Päckchen aus, dann stellt man fest, lieber Kollege Mordhorst, weil Sie von Riesenentlastungen gesprochen haben, dass es genau zu Belastungen kommt ab 2024. Es gibt keine Entlastungsmaßnahmen, es gibt weniger netto, denn die Anpassung der Tarifeckwerte wird durch die höheren Sozialabgaben aufgefressen, lieber Kollege. Und in einem Interview, liebe Kolleginnen und Kollegen, von Christian Lindner sagt er, ich bin absolut davon überzeugt, dass sich Arbeit immer lohnen muss, insbesondere im Vergleich zu Nichtarbeiten. Ich teile Lieber Kollege diese Überzeugung. Prehm, ja, okay. Erlauben Sie eine Zwischenfrage von Maximilian Mottos? Selbstverständlich. Vielen Dank, Herr Kollege Prehm, Frau Präsidentin, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben jetzt mich angesprochen und einige Belastungen angesprochen, die jetzt angeblich durch diese Ampel kommen. Ich möchte mal einige nennen, die Sie als Union ausdrücklich mitgetragen haben, die Sie vielleicht sogar intendiert haben, die wir jetzt ausführen. Ich nenne die Plastikabgabe, die seitens der EU eingeführt wurde. Ich nenne die Lkw-Maut, die seitens der EU eingeführt wurde. Der CO2-Preis geht jetzt nach dem Plan der Großen Koalition, den Sie vorbereitet haben. Und wenn Sie bei der Zeitenwende immer davon sprechen, dass wir uns in irgendeine Richtung drehen müssten, meinen Sie vielleicht, dass Sie sich selbst weg von Ihrer Zeit als Regierung drehen müssten? Und haben Sie darüber mal mit Ihren Länderchefs und der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gesprochen? Ja, lieber Herr Kollege Mordhorst, ich hätte mich an Ihrer Stelle wirklich zu dem Thema jetzt, glaube ich, nicht gemeldet, weil die FDP hat es in den Wahlkampf angetreten, mit uns gibt es keine Steuererhöhungen. Jetzt erhöhen Sie den CO2-Preis, Sie erhöhen damit den Benzinpreis, Sie machen den Strompreis hoch, Sie machen die Einkommensteuerentlastung nicht, Sie setzen kein Wachstumschancengesetz durch. Nichts passiert, im Gegenteil, die Bürger werden durch die Politik der FDP Stück für Stück belastet und jeden Tag ein Stück ärmer gemacht, lieber Herr Kollege Mordhorst. Das ist die Wahrheit. Insofern stellen Sie solche Fragen, dann müssen Sie auch solche Antworten akzeptieren.
In einem dritten Päckchen, das habe ich ja erwähnt, kommt eben eine Netto-Nicht-Entlastung, sondern Belastung für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer. Und Sie sagen, was sagen Sie, Herr Lindner, wenn Sie den Menschen ab 2024 Geld wegnehmen? Was sagen Sie dieser arbeitenden Mitte, die 24 Stunden, sieben Tage arbeitet, wenn sie nächstes Jahr weniger haben und sich das Arbeiten eben nicht mehr lohnt? Sie nehmen den Menschen dieses Geld weg. Und ich sage Ihnen auch, dass es 2024 eben zu weniger Geld kommt. Höhere Strompreise durch unfähige Klimapolitik, das hätten Sie dieses Jahr durchaus machen können, durch eine Verlängerung der Kernkraftwerke. Höhere Lebenshaltungskosten, damit auch höhere Mieten durch Inflation. Höhere Spritpreise durch Erhöhung des CO2-Preises hätten Sie nicht machen müssen, haben Sie jetzt im Haushalt gemacht, um Ihre ganze Umverteilung zu finanzieren. Höhere Versicherungskosten durch Erhöhung der Versicherungssteuer und weniger Motivation für die Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen. Das ist das Ergebnis Ihrer Arbeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, und Sie machen die Menschen damit jeden Tag ein Stück ärmer. Und wenn es die arbeitende Mitte dann trotzdem schafft, Geld zu sparen, Eigentum zu schaffen, dann nehmen Sie das Geld spätestens im Erbfall wieder weg. Und zwar mit einer Erhöhung der Erbschaft- und Schenkungssteuer. Sie hätten mit der automatisierten Erhöhung der Immobilienbewertung dringend die Freibeträge erhöhen müssen. Alleine die inflationsbedingte Bereinigung der Freibeträge, hören Sie zu, sind 65%. Damit wäre auch die normale Erbe und der normale Schenkfall machbar gewesen. Aber das haben Sie abgelehnt, um Ihren Haushalt zu finanzieren. Das ist der Punkt. Und die SPD fordert auf ihrem Parteitag noch Reichenabgabe, Vermögensabschöpfung und Vermögensverteilung. Übrigens, bei Ihnen sind die Reichen schon die ab dem Spitzensteuersatz mit 62.000 Euro. Also, das ist die Wahrheit, die Sie machen. Das ist eine unsoziale Politik und fördert in Wahrheit nicht den Zusammenhalt der Gesellschaft. Das ist übrigens auch Wasser auf die Mühlen für eine weitere Radikalisierung in der Politik. Und schauen Sie, Ihr Verhalten zeigt es doch ganz deutlich. Wenn man konstruktive Kritik äußert und in eine sachliche politische Debatte geht, dann gilt nur Ihre Meinung, anstatt einer echten demokratischen Debatte zugänglich zu sein. Das ist ein seltsames Demokratieverständnis, was Sie hier als Ampel aufführen. Und übrigens führt es auch zu einer Abkehr der Menschen von der Politik, denn sie wollen eine sachorientierte und sachliche Debatte hier im Deutschen Bundestag. Wir brauchen dringend Entlastung im nächsten Jahr für die steuerliche Mitte. Wir brauchen für die kleinen und mittleren Einkommen eine Verschiebung der Einkommensteuerkurve. Wir haben hier zahlreiche Vorschläge gemacht. Sie haben die höchsten Steuereinnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und trotzdem schaffen Sie es nicht, hier einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Und anstatt zu sparen und zu priorisieren, kommt in dem Paket zum Haushalt auf den Geschenkverkehr Ergebnisüberschreitung. Ergebnisüberschreitung heißt aber nichts anderes als Neuverschuldung und Belastung und Mehrausgaben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, man sollte unter den Weihnachtsbaum ein Wörterbuch, ein Ampelwörterbuch legen. Bazooka, Doppelwumms, Zeitenwende, Deutschlandpakt, Sondervermögen, Ergebnisüberschreitung meinen nichts anderes als Mehrbelastung, Umverteilung und Leistungsminderung, genau bei denjenigen, die jeden Tag arbeiten. Und wenn Sie für 2024 mir einen Wunsch erfüllen könnten, dann wäre das der Wunsch auch der Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen eine neue Regierung in 2024. Das Einzige, was Sie geschafft haben, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, ist der Kohleausstieg, denn die Kohle der arbeitenden Mitte ist weg. Herzlichen Dank. Michael Schrodi von der SPD-Fraktion hat jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Brehm, die Immobilienwertverordnung ist von Herrn Seehofer beschlossen worden. Damit gibt es auch keine Erhöhungen in der Erbschaftssteuer. Der CO2-Preis steigt auf das Niveau, was wir als GroKo beschlossen haben. Wir haben Steuersenkungen in der Stromsteuer für 600.000 Gewerbebetriebe jetzt auf den Weg gebracht. Und wir haben schon angekündigt, den Grundfreibetrag und den Kinderfreibetrag stärker anzuheben als bisher vorgesehen. Sie sprechen entweder gegen sich, Sie sprechen auf jeden Fall nicht für die Menschen, Sie verbreiten Fake News, und das ist unwürdig, Herr Brehm, was Sie hier betrieben haben. Wir beschäftigen uns ja mit Anträgen der AfD im Sammelsurium
Sie überschreibt ja einen Antrag mit erhebliche Steuermehreinnahmen richtig einsetzen. Die AfD hat ja in den vorigen Tagesordnungspunkten auch immer wieder suggeriert, dass sie für die Menschen der Mitte da sein und die hohen Steuerbelastungen wegnehmen wollte. Wie die AfD den richtigen Einsatz wirklich versteht, das zeigen mehrere Studien, gerade wieder vom DIW. Ich zitiere: Menschen, die die AfD unterstützen, würden am stärksten unter der AfD-Politik leiden. Denn würde sich die AfD durchsetzen, käme es zu der Umverteilung von Einkommen und sozialen Leistungen von unten nach oben. Hinter all den rechtspopulistischen, widerlichen Inhalten steht eben auch eine knallharte neoliberale Politik für die Reichsten in diesem Land. Das muss auch mal deutlich formuliert werden. Zu zwei Punkten, die Sie ausführen und die man auch richtig stellen muss. Das Thema kalte Progression, ein Phänomen in der Einkommensteuer, inflationsbedingte Lohnsteigerungen führen dazu, dass man im Einkommensteuertarif ein Stück ansteigt und frisst quasi die Lohnsteigerungen auf. Sie suggerieren, das sei ein Phänomen des Euros, diese starke Inflation und das Problem der kalten Progression. Es sei Ihnen gesagt, die D-Mark, 49 Jahre lang gab es die, hatte durchschnittlich eine Inflationsrate von 2,8%, der Euro in 24 Jahren 1,68%. Der Euro ist eine harte Währung und hat mit dem Thema der kalten Progression nichts zu tun. Hören Sie auf mit der Hetze gegen den Euro, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zweitens mal, seit 2012, das müssen Sie wissen, gibt es den Bericht zur kalten Progression. Dort wird die kalte Progression ausgeglichen. Das spielte in den letzten Jahren eine geringere Rolle, weil die Inflation so niedrig war. Jetzt, wo sie aber höher ist, haben wir mit dem Inflationsausgleichsgesetz die inflationsbedingten Mindereinnahmen und respektive die kalte Progression nicht nur ausgeglichen. Wir haben die komplette Inflation ausgeglichen, was weitaus mehr ist als der Ausgleich der kalten Progression. Wir haben also in dem Fall ein Stück weit überkompensiert, gleichzeitig aber das Kindergeld auch auf 250 Euro erhöht. Und es sind auch Freibeträge und Pauschbeträge in den letzten Wochen und Monaten auch erhöht worden. All das, was Sie behaupten, ist schlichtweg falsch und zeugt von Ihrer Nichtkenntnis des Phänomens der kalten Progression, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zum Zweiten. Sie beschäftigen sich mit vermögensbezogenen Steuern, suggerieren da auch, wie mein Vorredner schon gesagt hat, dass wir die verwenden wollen für Dinge, die sie dann verhetzen wollen, also für die Ukraine beispielsweise. Erstens mal, es gibt keine Zweckbindung von Steuern. Erstens. Zweitens, Die vermögensbezogenen Steuern, beispielsweise auch die Erbschaftssteuer, fließen den Länderhaushalten zu, und sie werden auch dort dringend benötigt, um Schulen, um Wohnungsbau, um Digitalisierung voranzutreiben. Das alles wollen Sie anscheinend nicht, weil Sie hetzen gegen jede Form von vermögensbezogenen Steuern, auch der Erbschaftssteuer. Kurz, im internationalen Vergleich, wenn man sich ansieht, sind die vermögensbezogenen Steuern in Deutschland gering, UK, USA höher. Wir haben eine hohe Vermögenskonzentration in Deutschland und eine ganze Industrie. Das hat auch zuletzt ein Bericht, eine Dokumentation im ZDF gezeigt, die an der einen oder anderen Stelle auch zu hinterfragen ist, aber doch deutlich gezeigt, dass eine ganze Industrie gibt, die Steuergestaltungsmodelle gerade für die Vermögendsten, die Reichsten in diesem Land entsprechend anbietet. Herr Schrodi, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus den Reihen der Union? Gerne. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Schrodi, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie zirkulieren ja in Ihrer Rede die ganze Zeit um das Thema Vermögensteuer. Könnten Sie vielleicht das Plenum erhellen mit der klärenden Aussage, möchte die SPD denn eine Vermögensteuer einführen, ja oder nein? Beziehungsweise die Vermögensteuer wiederbeleben? Wenn Sie mich weiter hätten reden lassen, wäre ich dazu gekommen. Aber Sie geben mir jetzt ein Stück weit mehr Zeit, das auszuführen, und gehe ich von meiner Redezeit weg. Ich danke Ihnen dafür. Sehr gerne. Wir haben auf dem SPD-Parteitag klar gemacht, dass wir auch vermögensbezogene Steuern
die Vermögendsten in unserem Land ein Stück weit mehr zur Finanzierung der wichtigen Aufgaben, die wir vor uns haben, der Transformation, der Digitalisierung. Übrigens, ich habe es Ihnen gerade gesagt, vermögensbezogene Steuern kommen nicht dem Bundeshaushalt zugute, sondern die Vermögensteuerreaktivierung käme den Länderhaushalten zugute. Wir wissen zum Beispiel auch in NRW, wie die Schulen beispielsweise, Thema Digitalisierung, Kita-Ausbau, wie es darum steht. Ich glaube, wir bräuchten da ein Stück weit auch die stärksten Schulden in unserer Gesellschaft, die das ein Stück weit tragen. Deswegen gibt es den Beschluss, gab es schon seit 2019, zur Zeit der Großen Koalition, haben wir gesagt, wir wollen die Vermögensteuer reaktivieren. Ich weiß, dass Sie damals das nicht wollten. Und wir wissen genauso, dass unsere Beschlüsse wir ganz klar formuliert haben und wissen auch, dass eine Partei in unserer Koalition der Meinung ist, dass sie das nicht wollen. Das nehmen wir zur Kenntnis. Trotzdem haben wir uns als SPD ganz klar positioniert. Und auch deshalb, wenn Sie nicht einmal genau hinschauen, mit dem, was wir beschlossen haben, beispielsweise zur Vermögensteuer, Sie können doch gern stehen bleiben, ich antworte Ihnen immer noch. Es geht immer noch um das selbe Thema. Mit dem, was wir damals beschlossen haben, aber zur Vermögensteuer. Aber wir müssen es auch nicht ausweiten, weil Sie haben ja eine Redezeit, Herr Schrodi. Gut. Also, was wir zur Vermögensteuer beschlossen haben, mit einem Freibetrag in der Vermögensteuer von 1 Million Euro, gemeinsam veranlagt 2 Millionen Euro, das würde das höchste 1% der Vermögensten in unserem Land überhaupt nur betreffen. Und es heißt, diejenigen 1% überhaupt der Steuerpflichtigen würden davon betroffen werden, die aber 30% des Vermögens in unserem Land besitzen. Ich glaube, es ist gut bei den großen Aufgaben, die wir haben, sich damit auseinanderzusetzen, dass die AfD das auch nicht will und gegen jegliche, selbst die Erbschaftssteuer abschaffen will, gegen jeden vermögensbezogene Steuer hier zu Felle zieht, zeigt, dass sie ein großes Herz haben für die Reichste der Gesellschaft, aber nicht für die Mitte der Gesellschaft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zuletzt noch, auch beim Thema Einkommensteuer sei Ihnen noch einmal gesagt, eine weitere Studie der ZEW, die deutlich macht, zu den Programmen der AfD zur Einkommensteuer, ich zitiere, je höher die Einkommensklasse, desto mehr würden sie von den Plänen der AfD profitieren. Am meisten profitieren die höchsten Einkommen ab 250.000 Euro. Die größte Anstieg, das ist ZEW, die größte Anstieg der Ungleichheit würde sich ergeben, wenn die AfD ihr Programm umsetzen könnte, dass sich der Molkereimilliardär Theo Müller mit ihrer Fraktionsvorsitzenden trifft, liegt nicht nur daran, dass sie sich gut verstehen, sondern sich am allermeisten erhofft an Steuererleichterungen für sich, für die Milliardäre in diesem Land. Wir machen das nicht mit. Wir stehen für soziale Gerechtigkeit. Diese Ampel wird gute Dinge auf den Weg bringen, dass wir das hinbekommen. In diesem Sinne herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und für die AfD-Fraktion hat das Wort Albrecht Glaser. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das Thema lautet die Auswirkung der Inflation auf die Verteilungsgerechtigkeit für Bürger und Staat. Sie ist besonders brisant bei Hochsteuerländern und bei progressiven Einkommensteuersystemen. Beides trifft für Deutschland zu. Die Steuer- und Sozialabgabenlast bezogen auf das Bruttoinlandprodukt betrug 42%. Das BIP, ich sage Ihnen jetzt etwas ganz Neues, steht jedoch gar nicht zur Verteilung zur Verfügung, sondern nur das Volkseinkommen. Und das ist 1 Billion kleiner. Der Staat partizipiert daran mit 56% und den Bürgern verbleiben nur 44% der jährlichen Verteilungsmasse. Die Einkommensteuer ist traditionell die größte Einnahmequelle unseres Staates. Sie enthält einen progressiven Belastungstarif und viele Freibeträge und Pauschalen. Bei einem Jahreseinkommen von 30.000 Euro zahlt der Steuerpflichtige 2.700 Euro Einkommensteuer. Ein anderer mit 60.000 Euro, also dem Doppelten an Einkommen, zahlt 10.700, viermal so viel Steuern bei doppeltem Einkommen. Die Inflation verringert die Kaufkraft, während die Eurobeträge im Gesetz unverändert bleiben.
Wenn ein Arbeitnehmer eine Lohnerhöhung erhält, die genauso hoch ist wie die Inflation, hat er keinen Kaufkraftzuwachs, jedoch auf dem Papier ein höheres steuerliches Einkommen. Von diesem Erhöhungsbetrag zahlt er zusätzlich Steuern und hat somit eine geringere Kaufkraft als vor der Lohnerhöhung. Das ist die Wahrheit. Diesen Vorgang nennt man heimliche Steuererhöhungen, weil er sich unsichtbar vollzieht und daher kaum bemerkt wird und meistens gar nicht verstanden wird. Viele Staaten haben rechtliche Lösungen gefunden, die automatische Inflationsanpassungen vorsehen. Vorab die Schweiz. In Deutschland wurde in 2012 ein Schritt in die richtige Richtung unternommen. Der Bundestag hat die Bundesregierung beauftragt, alle zwei Jahre einen Progressionsbericht vorzulegen. Das macht die Bundesregierung auch. Und sie hat auch für 23 und 24 in der Tat den Tarif, den Grundfreibetrag und den Kinderfreibetrag prospektiv angehoben. Ganz anders sieht es jedoch mit den vielen Pauschbeträgen und Pauschalen aus. Werbungskosten, Pauschbetrag bei sonstigen Einkünften seit 1955 unverändert. Arbeitnehmerpauschbetrag seit 2011 unverändert. Sonderausgaben für Kinderbetreuung seit 2006 unverändert. Häusliches Arbeitszimmer seit 1996 unverändert. Und so geht es gerade fort. Daher die Forderung der AfD, automatische Indexierung aller Geldbeträge im Einkommensteuerrecht nach dem beigefügten Gesetzesvorschlag. Das wäre internationaler Standard, vor allen Dingen der aufgeklärten und der, ja, in der Tat sehr liberalen Staaten. Heimliche Steuerung gibt es aber auch im Erbschafts- und im Schenkungssteuerrecht. Und das ist dramatisch. Die Preise für Eigentumswohnungen haben sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Durch ein Sachwertverfahren. Durch ein Sachwertverfahren, ja, natürlich die Werte, klar, daran knüpft ja die Steuer an. Sachwertverfahren im Bewertungsgesetz verlieren die bisherigen Freibeträge gerade auch für Erbfälle innerhalb der Kleinfamilie ihre Bedeutung als Sicherung von Familienvermögen. Die Kombination von Inflation, unkontrollierter Immigration und unterlassenen gesetzgeberischen Eingriffen, meine Damen und Herren, zerstört nachhaltige Familienkonzepte und generationsübergreifende unternehmerische Aktivitäten. Der Verteilungskampf zwischen Bürger und Staat ging auch hier in den vergangenen Jahren zugunsten des Staates aus. Die Freibeträge der Erbschafts- und der Schenkungssteuer müssen daher dringend den veränderten Gegebenheiten angepasst werden. Das ist ein Gebot elementaren Verfassungsrechts. Herzlichen Dank. Und ich erteile das Wort Katharina Beck für Bündnis 90 Die Grünen. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, Herr Brehm, Liebe und Hingabe. Mit diesen Werten kann man mich wirklich kriegen. Aber wenn man danach solche Fake News macht und sich dann noch als Christ hier hinstellt, ich bin auch Christin, dann möchte ich Sie doch daran erinnern, dass es zumindest ein Gebot gibt, sich tendenziell an die Wahrheit zu halten. Das Zweite, jetzt gehe ich hier auf drei Anträge der AfD ein. Und ich könnte es mir leicht machen, wie Felix Banaschak, der eine sehr kurze Rede gehalten hat und einfach mit drei Worten antworten: Nein, nein, nein. Denn eigentlich hätte ich dafür sehr große Sympathie, weil sie so schlecht sind, diese Anträge. Aber ich glaube, es ist wichtig, weil es um Themen geht, die die Bürgerinnen und Bürger sehr beschäftigen, dass wir darauf eingehen und dass ich dort mit ein paar Unwahrheiten und Mythen aufräume. Mein erstes Nein, und das kann ich gar nicht genug betonen, gilt dem Antrag, die finanzielle Unterstützung der Ukraine zu schwächen. Das möchte die AfD. Und meine Kollegin Britta Haselmann hat es gestern genau richtig gesagt. Es ist Putins brutaler und völkerrechtswidriger Krieg, und er kann ihn sofort beenden. Wir als Ampel und ich glaube, wir als demokratische Fraktionen stehen alle an der Seite der Ukraine und werden sie bis zum Ende bei ihrem Kampf um unsere freiheitlichen Werte unterstützen. Mein zweites Nein gebe ich Ihnen für Ihren Vorschlag, den Einkommensteuertarif auf sogenannte Räder zu stellen und diesen automatisch anzupassen jährlich. Tatsächlich kann man einmal insinuierend nicht von Ihren heimlichen Steuererhöhungen, die ohne Zustimmung des Bundestages eintreten,
unterstützen. Das geht einfach nicht. Das ist eine Unterstellung. Außerdem hat der Steuertarif seit 2012 jedes Jahr eine Änderung erfahren. Und der Bundestag hat den Beschluss gefasst, auf dessen Grundlage die Bundesregierung alle 2 Jahre einen Bericht über die Wirkung der kalten Progression. Das ist dieses Thema, dass es eine Inflation gibt und man deswegen bei der Einkommensteuer womöglich eine andere Belastung hat. Aber das wird sowieso immer überprüft. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen. Nur der Staat braucht auch Flexibilität. Und ich will es jetzt einmal andersrum sagen. Wir haben ein Inflationsausgleichsgesetz beschlossen als Koalition, das sogar über einen gewissen Punkt drüber gegangen ist, weil wir auch schon einige Punkte vorausgedacht haben. Diese Flexibilität hätten wir nicht gehabt. Und was haben wir denn gemacht? Ja, mit dem Inflationsausgleichsgesetz haben wir schon im Jahr 2023 18 Milliarden Euro entlastet und werden im nächsten Jahr 32 Milliarden Euro für die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Und lassen Sie sich nicht erklären, nicht erzählen, dass die Ampel die Bürgerinnen und Bürger ärmer macht. 32 Milliarden Euro Entlastung für einen Single mit einem Bruttolohn von 40.000 Euro im Jahr bedeutet das durch die Ampel 420 Euro Entlastung im nächsten Jahr. Und wenn Kinder im Haus sind, kommen noch einmal 372 Euro pro Jahr und Kind on top. Denn wir haben auch das gemacht im letzten Jahr, die größte Kindergelderhöhung aller Zeiten auf 250 Euro einheitlich pro Kind. Und ja, jetzt komme ich noch mal auf die Haltung der AfD. So ein Tarif auf Rädern würde auch immer automatisch die Reichensteuer ändern. Da würden also dann auch immer Reiche, die über 270.000 Euro verdienen, immer wieder weniger Steuern zahlen müssen. Aber wir müssen doch gerade in diesen Zeiten gucken, dass wir flexibel bleiben und auch schauen können, ob nicht irgendwann noch mal starke Schultern mehr tragen können. Und deswegen, es ist verfassungsrechtlich geboten, den Grundfreibetrag, also da bis dahin, wo man keine Steuern zahlen muss, dass der immer wieder angepasst wird. Das ist auch richtig. Davon profitieren auch alle Menschen, sowohl mit niedrigen als auch mit mittleren als auch mit hohen Einkommen. Aber man kann nicht sagen, dass immer alle automatisch angepasst werden müssen. Und da sieht man auch mal wieder, dass die AfD eben keine Partei ist, die sich für niedrige Steuern, vor allem für die Mittel- und Geringverdiener einsetzt. Ich lese das gerade ab, weil das steht so in ihrem Grundsatzprogramm. Nein, sie sind im Endeffekt eine in weiten Teilen antidemokratische Reichenpartei, denen soziale Gerechtigkeit einfach egal ist. Und nun zu meinem dritten Nein. Das gebe ich Ihnen auch wieder mal dafür, dass Sie die Reichen noch reicher und die Ärmeren noch ärmer machen wollen. Da geht es um die Erbschaftssteuer. Letzte Woche wollten Sie den Ländern 11 Milliarden Euro wegnehmen und haben getan, so als wäre das vernachlässigbar für die Länderhaushalte. Haben Sie sich eigentlich mal mit den Haushaltsthemen auseinandergesetzt? Unfassbar. Und das Zweite ist, dass Sie nun hier dann jetzt eine Woche später die Erhöhung der Freibeträge fördern, um die Mittelschicht vermeintlich zu entlasten. Ja, man kann gucken, es gibt eine Inflation. Da muss aber das Gesamtpaket stimmen, denn es gibt Umgehungsmöglichkeiten. Das hat auch eine ZDF-Doku gerade wieder sehr, sehr klar gemacht. Aber wenn Sie hier so tun, dass das eine Entlastung der unteren und mittleren Einkommen wären, dann ist das faktisch falsch. Denn ein Drittel der Menschen in Deutschland nur kommt überhaupt in den Genuss, so zu erben, dass man da dann irgendwie womöglich vielleicht Erbschaftssteuer zahlen müsste. Omas Häuschen wird gar nicht angefasst. Und 1% in Deutschland haben mehr Vermögen als die unteren 90%. Und es ist wichtig, dass das klar ist, dass das nicht in die breite Mitte reingeht, wenn man zum Thema Erbschaftssteuer spricht. Und mir ist aber gerade auch vor Weihnachten unfassbar wichtig, dass ich es eigentlich sogar absurd finde, sachlich mit Ihnen zu diskutieren. Denn Sie sind in 3 Bundesländern schon als gesichert rechtsextremistisch eingestuft, weil Ihre Kollegen in Sachsen zum Beispiel mit ihren Ansichten klar gegen die Garantie der Menschenwürde verstoßen. Und zwar, mit Ihnen wird man hier nicht würdig leben, sondern unwürdig. Und diese rechtsextremistischen Positionierungen, das bedeutet verfassungsfeindlich. Und das heißt, 3 Ihrer Landesverbände sind nachgewiesenermaßen definitiv nicht die Freunde, sondern sie sind der Feind der Bundesrepublik Deutschland. Liebe Frau Beck, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Brehm? Nein. Und Ihr Bundesverband hat genug Anlass gegeben, ebenfalls ein Verdachtsfall beim Verfassungsschutz zu sein. Sie werden beobachtet. Und wir werden sehr darauf achten, als alle demokratischen Fraktionen, dass wir hier auch in Zukunft noch in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung leben können.
Und wenn wir über Steuern sprechen, dann einmal noch Unternehmenssteuern. Liebe Union, Sie stellen sich hier immer dar als vermeintlich wirtschaftsfreundliche Partei. Und letzte Woche haben Sie das Wachstumschancengesetz blockiert mit diversen Steuererleichterungen für Unternehmen. Hier behaupten Sie immer, Sie wollten das vergrößern. Wenn Sie mal Staatsverantwortung tragen könnten und mit uns diese Wirtschaft in dieser brenzlichen Situation unterstützen könnten, machen Sie einen Rückzieher. Das sollten alle Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen wissen. Diese CDU ist leider im Moment auch nicht Ihre Freundin, sondern das sind wir, die Ampel. Vielen Dank. Und Claudia Raffelhüschen für die FDP-Fraktion ist die nächste Rednerin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben uns hier genau vor zwei Wochen bereits zu einem Antrag der AfD zur Erbschaftssteuer ausgetauscht. In der letzten Sitzungswoche wollte die AfD die Erbschaftssteuer abschaffen. Heute fordert sie die Anhebung von Freibeträgen und eine Indexierung. Ich habe es auch schon in meiner letzten Rede gesagt. Natürlich braucht es eine Modernisierung der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Natürlich braucht es höhere Freibeträge. Und die FDP spricht sich auch klar für eine Indexierung aus, also einen Tarif auf Rädern, sodass Steuerfreibeträge automatisch an die Inflation angepasst werden. Aber, sehr geehrte Damen und Herren von der AfD, es bringt doch nichts, uns jede Woche neue Anträge zu diesem Thema im Bundestag vorzulegen, die auch noch jeweils unterschiedliche Ziele verfolgen. Christian Lindner hat den Bundesländern, die als Empfänger der Erbschaftssteuer über den Bundesrat maßgeblich an einer Reform beteiligt sind, vor einem Jahr Vorschläge unterbreitet, darunter etwa auch eine Erhöhung der Freibeträge um 25%. Die Länder, und zwar ausdrücklich auch die allermeisten Unionsgeführten, haben sich geweigert, an einer Lösung mitzuwirken. Ja. Ohne die Länder ist der Finanzminister in dieser Sache jedoch machtlos. Das wissen Sie von der AfD ganz genau, und deshalb ist Ihr Antrag sinnlos und abzulehnen. Lassen Sie mich, und weil es in der heutigen Debatte auch um das Thema Vermögensbesteuerung geht, noch ein paar Worte zu dieser Fiktion sagen. Wir als AfD sprechen uns auch weiterhin gegen Steuererhöhung oder gar gegen die Einführung oder Wiederbelebung neuer Steuern aus, denn Deutschland ist schon jetzt ein Höchststeuerland. Jede weitere Steuererhöhung, gerade auch die völlig utopische und nicht administrierbare Wiedereinführung einer Vermögenssteuer hätte Auswirkungen auf Arbeitsplätze und Wohlstand. Gerade in Zeiten konjunktureller Schwäche trifft eine Vermögenssteuer den Kern unseres Landes, nämlich den Mittelstand, mit voller Breitseite. Egal, ob ein Familienbetrieb Gewinne oder Verluste macht, die Vermögenssteuer wäre fällig. In der EU ist die Vermögensteuer ohnehin ein Auslaufmodell. Gerade mal zwei Länder erheben sie in der Breite. Viele weitere Industrieländer erheben vielleicht eine Vermögensteuer, haben dafür aber in Summe eine sehr viel geringere Pro-Kopf-Steuerlast. Ich denke, wir führen in dieser Sache oft keine rationale Debatte, sondern schüren hier nur Ressentiments und tragen damit zu einer unnötigen gesellschaftlichen Neiddebatte bei. Die Vermögensteuer träfe eben gerade nicht den Klischee-Superreichen, sondern den Unternehmern, der Arbeitsplätze schafft, für uns alle produziert und Steuern zahlt. Denn in Deutschland ist das Vermögen zu großen Teilen im betrieblichen Vermögen gebunden. Aber, sehr geehrte Damen und Herren von der AfD, Ihren Antrag lehnen wir in erster Linie ab, weil es in der Begründung viel weniger um Steuerangelegenheiten als um einen Feldzug gegen den ukrainischen Präsidenten Selenskyj geht. Mir will einfach nicht einleuchten, was unsere heutige Debatte zum Thema Steuerverwendung mit Selenskyj zu tun haben soll. Ich habe es schon im Ausschuss gesagt, dieser Antrag ist einfach unsäglich.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen jetzt ein schönes Weihnachtsfest und für uns für das kommende Jahr einen gelungenen Haushalt 2024, der mit einer verantwortungsvollen Politik den Steuerzahlern und zukünftigen Generationen wieder gerecht wird. Vielen Dank. Und für die Unionsfraktion hat das Wort Dr. Michael Meister. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute drei Vorlagen der AfD. Und ich darf Ihnen zunächst mal sagen, wir werden als Unionsfraktion alle drei Vorlagen ablehnen. Es geht zum einen um das Stichwort Vermögensabgabe. Und da will ich einfach mal den Hinweis geben. 1945 hatten es die Nationalsozialisten geschafft, Deutschland und Europa in Schutt und Asche zu legen. Die junge Bundesrepublik musste darüber hinaus mit Flucht und Vertreibung zurande kommen und das bewältigen. Und in diesem Kontext und auf dieser Grundlage wurde in Deutschland ein Lastenausgleichsgesetz beschlossen. Es wurde ein Lastenausgleichsgesetz beschlossen. Und ich will Ihnen eins sagen. Erstens, wir haben heute nicht die Situation von 1945. Die damalige Lage war eine Folge von nationalistischer Politik und es war eine Folge von antieuropäischer Politik. Und was wir brauchen, um eine Vermögensabgabe zu vermeiden, ist eine proeuropäische Politik und das Weglassen von Nationalismus. Und jetzt schauen Sie bitte mal in Ihren Antrag, den Sie stellen. Ich darf zitieren. Ausgaben zugunsten der deutschen Bevölkerung priorisieren. Da kommt genau dieses nationalistische Gedankengut, was uns ins Elend geführt hat, zum Ausdruck. Das sind Sie, nationalistisches Gedankengut, das führt Deutschland ins Elend. Stichwort Vermögenssteuer. Die Vermögenssteuer ist eine Substanzsteuer. Und eine Substanzsteuer ist schädlich für Wachstum in Deutschland. Und wir brauchen dringend, wenn man die Wirtschaftslage anschaut, Wachstum. Und deshalb lehnen wir eine Wohlstandsbremse ab. Und wenn eben der Kollege Schrodi formuliert, bei der Vermögenssteuer sind ja nur wenige betroffen, dann ist das falsch. Es ist vollkommen falsch. Weil Sie müssen nämlich zunächst einmal, egal wie Sie Freigrenzen oder Freibeträge setzen, müssen Sie den Wert von allen Vermögen erst einmal ermitteln, um festzustellen, liegt man unterhalb oder oberhalb der Freigrenze. Und damit binden Sie Ressourcen, die wir in der Finanzverwaltung dringend anderweitig benötigen. Und das halte ich für absolut unsinnig. Das Projekt wird Sie am Ende viel mehr Geld kosten, als es dem Deutschen, der Bundesrepublik Deutschland oder den Ländern einbringt. Und ich bin sehr dankbar an der Stelle, Frau Kollege Raffelhüschen, dass die FDP an der Stelle eben eine klare Aussage getroffen hat, dass wir in Deutschland keine Vermögenssteuer wollen. Ich finde es entsetzlich, wie die AfD in ihrem Antrag Steuerpolitik vermischt mit der Frage Frieden in der Ukraine. Da wird der Herr Selenskyj, der Präsident der Ukraine, als Kern des Problems bezeichnet. Der Kern des Problems sitzt nicht in Kiew. Der Kern des Problems sitzt in Moskau. Und heißt Wladimir Putin. Und Sie können hier keine Täter-Opfer-Umkehr betreiben in Ihren Anträgen. Das ist vollkommen unsäglich, was Sie hier tun. Zum Thema Erbschaftssteuer will ich nur den Hinweis geben. Wir hatten am 29. November letzten Jahres einen Antrag gestellt, um aufgrund der Inflationsentwicklung die Freibeträge in der Erbschaftssteuer um 65% zu erhöhen. Wir haben uns dazu durchgerungen, zu jedem einzelnen Freibetrag in diesem Antrag einen konkreten Wert zu nennen. Da stand zu jedem Freibetrag ein konkreter Eurobetrag als Vorschlag. Was Sie jetzt als AfD sagen, Sie wollen die Freibeträge irgendwie erhöhen, aber Sie nennen nicht einen einzigen konkreten Vorschlag, was eigentlich gemacht werden soll.
Und ich finde das an der Stelle, das muss ich jetzt auch mal sagen, liebe Kollegin Beck, schon sehr merkwürdig. Sie haben sich in dem Kontext eben als Anwältin der Länder bei Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer dargestellt. Finde ich großartig. Wir sollten alle Anwälte auch der Bundesländer sein als Föderalisten. Nur, Sie haben auch das Wachstumschancengesetz angesprochen. Und da will ich einfach mal den dezenten Hinweis geben. Wenn nur die unionsgeführten Länder beim Wachstumschancengesetz den Vermittlungsausschuss hätten anrufen wollen, dann gäbe es kein Vermittlungsverfahren, weil es gibt nicht genügend Stimmen. Das heißt, parteiübergreifend wurde der Vermittlungsausschuss angerufen. Und deshalb lassen Sie doch mal das Märchen, die Union wäre gegen das Gesetz. Sie machen Politik zulasten der Länder. Und deshalb sind die Bundesländer geschlossen gegen dieses Gesetz. Frau Beck, Sie können sich gerne melden, aber da Sie beim Kollegen Brehm eben keine Zwischenfrage zugelassen haben, lasse ich das bei Ihnen jetzt auch nicht zu. Und der war Herr kein Schrodi, Umgang, wie Sie das gemacht haben. Herr Dr. Meister, und deshalb ist das so. Herr Dr. Meister, wir Herr haben angesprochen, wir haben angesprochen das Thema kalte Progression. Wir haben 2012 gemeinsam mit der FDP eingeführt, den Beschluss des Bundestages, dass alle zwei Jahre das Thema kalte Progression geprüft wird und es dann diskretionär einen Vorschlag der Bundesregierung zu diesem Thema gibt. Und ich will ausdrücklich sagen, das ist vor dem Hintergrund Inflation die richtige Entscheidung. Schauen Herr Dr. Meister, erlauben Sie auch eine Zwischenfrage von Herrn Schrodi? Der Herrn Schrodi lasse ich gerne zu. Vielleicht es wäre wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gegangen, was Frau Beck wahrscheinlich fragen wollte. Aber sehr geehrter Herr Meister, vielen Dank, dass Sie es zugelassen haben. Sie haben das Wachstumschancengesetz ja gerade angesprochen. Und wir werden das nachher noch mal im Rahmen der zweiten, dritten Lesung des Kreditzweitmarktförderungsgesetzes ja haben, weil wir da Änderungsanträge aus diesem Wachstumschancengesetz haben, ja behandeln. Aber Sie insinuieren ja gerade, dass die unionsgeführten Bundesländer inklusive der A-Länder, also der SPD und auch grün geführten Bundesländer, gemeinsam diese Wachstumschancengesetz aufhalten mussten, weil es ihnen nicht gepasst hat, weil die Finanzlast so groß sei. Zwei Dinge sei hier angemerkt. Zum Ersten, wenn ich mich recht entsinne, Herr Meister, vielleicht können Sie das bestätigen, gab es von Ihrer Fraktion zum Wachstumschancengesetz einen Antrag, in dem die Bestandteile, die die entsprechenden Belastungen für Länder und Kommunen, ich nenne Verlustvortrag, Verlustrücktrag, dass gerade Kommunen und Länder am stärksten belastet hätten, einen Antrag gab, das alles auszuweiten. Sie wollten also eine stärkere Belastung von Kommunen und Ländern, als unser Gesetz das vorgesehen hat. Erstens. Zweitens, Herr Meister, vielleicht sind Sie informiert worden aus Ihrer Arbeitsgruppe, die jetzt im Vermittlungsausschuss ist. Ich war dabei. Wir haben gemeinsam mit den Ländern, übrigens NRW hat gesagt, Verlustverrechnung komplett streichen. Wir haben als A-Seite einen Vorschlag gemacht, der genau auf die Dinge, die Länder und Kommunen wollten, vorgelegt haben. Wer aufgestanden ist, den Saal verlassen hat und nicht dafür gesorgt hat, ist die B-Seite, ist Herr Spahn. Und auch das möchte ich bitte wissen, warum Sie hier behaupten, wir würden belasten. Es tut die Unionsseite und die B-Seite derzeit. Lieber Kollege Schrodi, vielen Dank für die Frage. Nach meiner Erinnerung hat die Ampelkoalition hier das Wachstumschancengesetz beschlossen. Und die Bundesländer waren 16-0 der Meinung, dass sie das so nicht tragen können. Das ist erstens. Zweitens, wenn Sie jetzt das Vermittlungsverfahren ansprechen, ich war nicht persönlich dabei. Aber ein zentraler Punkt, wenn ich das Ganze verfolgt habe, war die Tatsache, dass für das Jahr 2024 zum Zeitpunkt der Gespräche noch kein Haushaltsentwurf auf dem Tisch lag, auf dessen Basis man die finanziellen Folgen dieses Gesetzes auch nur annähernd sich anschauen konnte. Und ich halte das persönlich für absolut unverantwortlich, Entscheidungen dieser Art zu treffen, ohne seriöse Grundlagen im Haushalt. Und dafür tragen Sie und Ihre Fraktion die Verantwortung. Und dritte Bemerkung dazu. Ja, es gab zeitkritische Themen, die in dem Gesetzentwurf standen. Und da haben wir versucht und haben Druck gemacht, seit diesen Gesprächen die durchzusetzen. Was haben Sie gemacht? Sie haben unsere Anträge zurückgewiesen.
und haben dann, um die Öffentlichkeit zu täuschen, fast wortgleich dieselben Anträge gestellt. Das ist das, wie Sie Politik machen: täuschen, tannen, tricksen. Ich will eine letzte Bemerkung machen zum Thema kalte Progression. Wir haben 2012 eingeführt den Bericht alle zwei Jahre, dann die diskretionäre Entscheidung. Und das halte ich für absolut richtig, weil das, was die AfD fordert, Automatismen, führen dazu, das hat Italien gezeigt, Belgien, Luxemburg und Zypern, die das hatten. Das führt zur Steigerung der Inflation. Was Sie hier vorschlagen, die Kollegen von der AfD, treibt Inflation. Das kann nicht unser Ziel sein. Wir wollen dauerhaft stabiles Geld. Dankeschön. Und da die Kollegin Katharina Beck direkt angesprochen wurde, hat sie jetzt die Möglichkeit zu einer persönlichen Erklärung. Genau. Es wurde, also erstens ganz kurz, auf Herrn Brehm bin ich deswegen in dem Moment nicht eingegangen. Das will ich einfach einmal kurz sagen, weil ich da gerade was zur AfD gesagt hatte und dort im Redefluss war und das an der Stelle für mich nicht gepasst hat. Nicht, weil ich nicht grundsätzlich Fragen aus der CDU-CSU annehme. Zweiter Punkt, Herr Dr. Meister, ich habe mir das notiert, Sie haben gesagt, die Länder lehnen das Wachstumschancengesetz ab. Also das stimmt einfach nicht. Also zumindest die Länder, wo wir Grünen mitregieren, definitiv nicht. Und ich saß auch neben einigen Ihrer Kollegen aus den CDU-Geführten. Sie haben einen Vermittlungsausschuss angerufen. Sie hätten natürlich auch 16:0 das Gesetz ablehnen können. Aber es geht natürlich darum, dass es ist ein... Jetzt redet Frau Beck. Es gibt einen 16:0-Antrag, einen Vermittlungsausschuss anzurufen. Vermittlungsausschüsse gibt es. Das heißt ja nicht, dass man das Gesetz nicht verbesserungswürdig findet oder an manchen Stellen nachbesserungswürdig. Natürlich müssen wir da diskutieren. Aber dass jetzt alle Länder das Gesetz ablehnen würden, das ist einfach falsch. Dann hätten sie mit Nein stimmen müssen. Und es gibt zum Beispiel dort Impulse für die Wohnungswirtschaft, die zum Beispiel von den Ländern indiskutiert waren. Ich persönlich war in der Vorbereitungsgruppe, die dort getagt hat. Ich glaube, von denen, die hier sind, niemand sonst. So. Doch, Sie waren dabei. Dann müssten Sie mir doch zustimmen, dass zum Beispiel die Wohnfördermaßnahmen unumstritten waren. Außerdem gibt es sogar Landesminister bei Ihnen, die das Volumen des Gesetzes noch ausweiten wollten. Also das ist mir einfach nur so wichtig, das zu klären. Die Länder lehnen das nicht ab. Sie haben noch Verhandlungsbedarf. Und wir haben einen Vorschlag vorgelegt, wo wir es von 7 auf 3 Milliarden reduziert haben. Und auch darüber wollten Sie nicht reden, einfach weil Sie das Gesetz verhindern wollten und zeigen wollten, die Ampel könne irgendetwas nicht. Nein, wir sind die Freundinnen und Freunde der Wirtschaft. Und dritter Punkt, Sie haben die Anträge angesprochen, die 5 Änderungsanträge, die wir heute vorgelegt haben, die nun Rechtssicherheit schaffen, da wo Rechtssicherheit nötig war. In Ihren 4 Anträgen waren mindestens 2 Fehler drin. Wir mussten eigene Anträge an der Stelle stellen. Plus, das habe ich Ihnen gestern im Finanzausschuss genau vorgelesen. Kommen Sie jetzt bitte zum Schluss, Frau Beck. 97 etc. Ihre Redezeit ist vorbei. Und ein 5. Antrag fehlte, der war noch nötig. Und deswegen ist es richtig, unseren Anträgen zuzustimmen. Danke. Vielen Dank. Dann zwar eine persönliche Erklärung, darum gibt es nicht die Möglichkeit zum Antworten. Nadine Häselhaus für die SPD-Fraktion ist jetzt die nächste Rednerin. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich habe bereits in meinen letzten Reden ja schon mit dem einen oder anderen Märchen, was hier ganz gerne mal kursiert und immer wieder hervorgeholt wird, aufgeräumt. Und das mache ich gerne hier auch noch mal. Eigentlich wollte ich mich dabei insbesondere auf die AfD konzentrieren. Das geht jetzt nur bedingt, denn auch die CDU-CSU hat ja einiges wieder hier zutage gebracht. Aber ich weiß, dass mein Kollege Tim Klüssendorf auf ein besonderes Thema sicherlich noch eingehen wird. Da dürfen Sie sich sicherlich freuen. Genau. Ich höre ja immer wieder von inflationsbedingten Einnahmen oder Rekordeinnahmen für den Staat. Ja, die gibt es. Denn bei steigenden Preisen steigt im Ergebnis auch die Mehrwertsteuer. Gleiches gilt bei steigenden Gehältern und der Einkommenssteuer. Erhöhen sich Preise und Gehälter, dann steigen also auch die Steuereinnahmen. Und jetzt aber zum Märchen an dieser Stelle. Sie von der AfD, Sie unterstellen, dass der Staat sich eben an diesen Einnahmen bereichert.
bereichern würde. Sie haben in Ihrer Betrachtung aber die Ausgabenseite vollkommen vergessen. Also entweder Sie haben keine Ahnung vom Haushalt, aber das glaube ich nicht an dieser Stelle. Insofern unterstelle ich Ihnen hier an der Stelle einfach mal Absicht. Sie wollen die Leute in die Irre führen, und das ist schlicht schäbig, denn die Ausgabenseite müssen Sie immer auch mit berücksichtigen. Denn es ist doch genauso richtig, dass mit steigender Inflation auch der Staat steigende Ausgaben hat. Denn die Inflation geht daran ja nun mal nicht vorbei. Steigende Ausgaben für Beschaffung, für Bauvorhaben oder eben auch für Gehälter und auch für Entlastungsmaßnahmen. Es ist hier also ganz wichtig, beides zu betrachten. Alles andere führt in die Irre, dass Sie genau das beabsichtigen. Offensichtlicher geht es an dieser Stelle kaum. Und wer Menschen in die Irre führt, der kann eben auch nicht gleichzeitig so tun, als würde er sich genau neben ihnen befinden und an deren Seite stehen. Das passt einfach nicht. Sie stellen sich gerne so dar, als vertreten Sie die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Dann schauen wir uns das doch einmal genauer an. Sie behaupten, mit notwendigen Einsparungen wäre mehr Geld für einen Großteil der Bevölkerung da. Tatsächlich haben Sie nur, es wurde schon erwähnt, eine stärkere Umverteilung im Sinn, nämlich von unten nach oben, von arm zu reich. Sie von der AfD, Sie wollen Spitzenverdienern und Hochvermögende steuerlich entlasten und Menschen mit mittleren und geringeren Einkommen damit deutlich stärker belasten. Die AfD ist gegen Steuern von hohen Vermögen. Sie will Steuern für Bestverdiener mit hohem Einkommen senken. Die AfD war gegen die Erhöhung des Mindestlohns. Sie ist für Kürzungen beim Bürgergeld. Sie schüren Ängste in der Bevölkerung. Und das alles ganz nach Ihrem bekannten Motto: Wenn es Deutschland schlecht geht, dann geht es der AfD gut. Daran arbeiten Sie verbissen, und da haben Sie in der Sozialdemokratie eine ganz entschiedene Gegnerin. Das trifft leider eben nicht auf Sie zu, wie man ja auch vorhin gehört hat, ne? Also wir haben da, ich sag mal so, unterschiedliche Ansichten. Und für uns gilt es, dass wir uns einsetzen für den Zusammenhalt in unserem Land. Wir wollen den Zusammenhalt bewahren. Wir haben Hilfen für die Menschen und Unternehmen auf den Weg gebracht. Da haben Sie noch darüber lamentiert, dass die Pandemie überhaupt gar nicht existiert. Wir haben Maßnahmen zur Bewältigung der Energiekrise nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ergriffen. Und Sie suchen noch immer krampfhaft nach Wegen, um erneuerbare Energien schlecht zu reden. Sie gaukeln den Menschen einen einfachen Weg vor, den es in der Regel nicht gibt. Und das wissen wir hier alle. Die Sachverhalte sind kompliziert, und deshalb landen Sie damit auch in der Sackgasse. Meine Damen und Herren, ein Thema wurde bereits von mehreren benannt, und auch mir ist das an dieser Stelle wichtig. Die AfD versucht, die Verantwortung für die Ukraine, unserem europäischen Nachbarn, von sich wegzuschieben. Für den Wiederaufbau soll in erster Linie die internationale Gemeinschaft zahlen, mit anderen Worten die anderen. Putin könnte es doch nichts Besseres passieren als der Versuch, die europäische Hilfe für den Wiederaufbau der Ukraine so klein wie möglich zu halten. Die AfD sucht die Verantwortung statt beim Aggressor Russland lieber bei der angegriffenen Ukraine oder bei der internationalen Gemeinschaft. Das ist falsch und bitter. Frieden in der Ukraine ist von beiden Konfliktparteien abhängig. Den verdeckten Krieg führt Russland schon ganz lange. Seit 658 Tagen führt Russland einen offenen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Putin besaß jeden Tag die Möglichkeit, diesen Krieg gar nicht erst zu beginnen. Und seit 658 Tagen besitzt er jeden Tag die Möglichkeit, diesen Krieg auch wieder zu beenden. Meine Damen und Herren, wir stehen an der Seite der Ukraine, und wir stehen an der Seite der Menschen in diesem Land, in Deutschland, die sich das Einkommen für sich und ihre Familie hart erarbeiten. Für sie schaffen wir eine tragfähige Grundlage, um den Wohlstand und die Arbeitsplätze von morgen zu sichern. Für sie investieren wir in Zukunft und modernisieren Wirtschaft, Industrie und Infrastruktur. Und das alles schaffen wir trotz des engen Haushaltsrahmens, den wir haben. Gemeinsam werden wir den sozialen Zusammenhalt bewahren und stärken. Vielen Dank.
Klaus Stöber für die AfD-Fraktion hat das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen! Arbeit muss sich wieder lohnen. Wir haben derzeit 5,5 Millionen Menschen im Bürgergeld. Zum 01.01.2024 wird das noch mal um 12% erhöht. Ich möchte an der Stelle auch ausdrücklich betonen, dass es nicht den Bürgergeldempfänger gibt. Wer wegen Kindererziehung, Krankheit nicht erwerbstätig ist oder unverschuldet seine Selbstständigkeit aufgeben musste, hat natürlich Anspruch auf angemessene Sicherung des Lebensunterhalts. Aber es gibt auch keine geringe Anzahl von Bürgergeldempfängern, die sich in dieses Sozialsystem eingerichtet haben. Und viele Erwerbstätige fragen sich mit Recht, wieso sie mir noch jeden Morgen täglich zur Arbeit fahren sollen, wenn er auch mit Bürgergeld, zuzüglich Miete, Strom etc. gut über die Runden kommt. Wie kann man diesen fehlenden Abstandsgebot entgegenwirken? A, indem man die Sozialabgaben von versicherungsfremden Leistungen befreit. Und B, durch Senkung der Steuerbelastung dafür zu sorgen, dass mehr Netto vom Brutto übrig bleibt. Eine deutliche Erhöhung des Grundfreibetrages hilft insbesondere Mindestlohnempfängern. Und eine Abmilderung der Progression durch Verschiebung der Eckwerte entlastet alle Steuerpflichtigen. Es kann doch nicht sein, dass man mit 63.000 Euro Einkommen den Spitzensteuersatz von 42% entrichtet. Kollege Schröder, das sind doch keine Reichen. Das sind Ingenieure, das sind Facharbeiter, das sind mittelständische Unternehmer, die auch ihre Diäten finanzieren. Und die wollen Sie jetzt noch höher belasten. Das geht doch nicht. Wir fordern weiterhin einen anschließenden Automatismus bei der Anpassung der Eckwerte und der Freibeträge. Und diesen Tarifvertretern, liebe Kollegen von der FDP, haben Sie ja mal auf den Weg gebracht. Kollege Motors, weil Sie es von der Gastronomie angesprochen haben, will ich auch gerne noch mal darauf eingehen. Als am 01.07.2020 die Umsatzsteuer von 19% auf 7% reduziert wurde für Speisen, was wahrscheinlich hier als Wohltat verpriesen wurde, ja, das hat bei den meisten überhaupt nichts genutzt, weil sie haben ja gleichzeitig diese Betriebe geschlossen. Ja, und ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können wirtschaftlich. Wenn ich keinen Umsatz erziele, dann habe ich auch nichts von einer ermäßigten Umsatzsteuer. Ja, und erst durch die Verlängerung im Jahr 2022 konnte sich die Gastronomie etwas wiederholen. Sie haben aber gleichzeitig neue Belastungen durch höhere Strom- und Gaspreise, durch explodierende Einkaufspreise für Lebensmittel und Getränke diesen Gastronomen zugeführt. Und das haben Sie mit Ihrer Klimapolitik zu verantworten. Dass man jetzt im Januar die Umsatzsteuer wieder auf 19% erhöht und das mit der Haushaltslage begründet, das ist einfach nur eine Frechheit, diese Haushaltslage an Sie einzig und allein der Unfähigkeit dieser Regierung zu verdanken. Und dass Kanzler Scholz 2021 mal gesagt hatte, diese Steuer wird nie wieder zurückgenommen, das ist auch eine Frechheit. Und das zeigt, dass er offensichtlich vergesslich ist. Ich würde daher einfach alle Fraktionen bitten, wie? Hier, Kanzler Scholz hat in der Wahlkampfarena gesagt, wir werden diesen Satz nie wieder zurücknehmen. Das hat er doch wohl vergessen, oder? Sie haben doch hier gestanden, Vertreter aus Ihren Fraktionen haben gesagt, ja, wir wollen ja auch die Umsatzsteuer reduzieren, aber die Haushaltslage, so war es doch. Als Herr Stöber, Ihre Redezeit ist vorbei. Kommen Sie bitte zum Schluss. Wir müssen einfach im neuen Jahr noch mal über diese Thematik sprechen. Und ja, wir brauchen vielleicht auch einen einheitlichen Steuersatz, wie auch immer der aussehen sollte. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat nun das Wort Stefan Schmidt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wer behauptet, etwas für Menschen mit geringen und durchschnittlichen Einkommen tun zu wollen, aber im gleichen Atemzug eine Vermögensabgabe verteufelt und die Freibeträge ausgerechnet bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer erhöhen will, der hat entweder keine Ahnung vom Thema oder er führt die Menschen ganz bewusst an der Nase herum. Der AfD unterstelle ich beides. Um erst mal ein paar Fakten ins Spiel zu bringen. 1% der Deutschen besitzen mehr als ein Drittel des Vermögens in diesem Land. Oder, um es noch plastischer zu machen, die 5 reichsten Familien in Deutschland besitzen mehr Vermögen als die ärmere Hälfte der ganzen Gesellschaft. Wie kann das sein?
Kaum ein westliches Industrieland besteuert Vermögen so gering wie Deutschland. Das ist keine grüne Analyse, sondern die von Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Eine Vermögenssteuer oder Vermögensabgabe würde also nicht die Bürger belasten, wie es die AfD propagiert. Ganz im Gegenteil, mit einer Vermögensabgabe würde ein kleiner Teil der reichsten Menschen in diesem Land seinen Beitrag leisten, insbesondere in der aktuellen Krisenzeit. Das wäre zeitgemäß, gerecht und notwendig. Diese Debatte werden wir führen müssen. Auch zur Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer will ich ein paar Fakten in die Diskussion bringen. In Deutschland erben nur etwa 35% der Menschen. Von diesen 35% zahlen viele überhaupt keine Erbschaftssteuer. Und warum? Es gibt zahlreiche Ausnahmen, hohe Freibeträge. Wenn ich von meinem Ehepartner oder meiner Ehepartnerin oder den Eltern ein Haus oder eine Wohnung erbe und darin wohne, dann zahle ich in der Regel überhaupt keine Erbschaftssteuer. Wenn ich die Immobilie vermiete, zahle ich für mindestens die ersten 400.000 oder 500.000 Euro keine Steuern. Bei Schenkungen, ja, Herr Gottschalk, jetzt passen Sie doch einfach mal auf, Sie können hier noch lernen. Bei Schenkungen kann der Freibetrag sogar noch alle 10 Jahre neu genutzt werden. Zum Vergleich, die durchschnittliche Erbschaft in Deutschland liegt derzeit zwischen 79.000 und 85.000 Euro. Also weit unter den Freibeträgen. Das heißt, die wenigsten Erben hierzulande zahlen Erbschaftssteuer. Und wenn doch, dann gibt es zusätzlich zu Ausnahmen und Freibeträgen auch noch großzügige Stundungsregeln. Ich bin fest davon überzeugt, die Freibeträge sind mehr als fair. Die Erbschaftssteuer leistet einen wichtigen Beitrag, Herr Schrodi hat schon angesprochen, für die Chancengerechtigkeit in diesem Land, für die Finanzierung des Gemeinwohls und für unser demokratisches Miteinander. Bei der Erbschaftssteuer gibt es ganz andere Baustellen, an denen wir arbeiten müssen. Zum Beispiel die Steuerschlupflöcher. Die müssen wir endlich stopfen, damit die Menschen mit Millionenerbe nicht einfach komplett sich aus der Verantwortung stehlen können. Und das Erbrecht so anzupassen, dass auch neue Familienformen endlich berücksichtigt werden, auch das ist eine Aufgabe. Und wer möchte, dass sich die Durchschnittsverdienenden hier eine Immobilie leisten können, der muss an ganz anderen Stellschrauben ansetzen. Zum Beispiel an der Arbeitnehmersparzulage. Wir in der Ampelkoalition haben die Einkommensgrenze zum 1. Januar erhöht. Wir unterstützen dadurch deutlich mehr Menschen beim Vermögensaufbau. Wir müssen endlich ran an Spekulationen mit Bauland, an Geldwäsche auf dem Wohnungsmarkt. All das müssen wir beenden. Davon profitieren Menschen mit geringen Einkommen, sicher aber nicht mit Steuergeschenken für satte Erbschaften und für Wohlhabende. Wir lehnen die Anträge und Vorschläge der AfD selbstverständlich ab. Und für die Unionsfraktion hat das Wort der Kollege Fritz Günzler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu den Anträgen der AfD hat mein geschätzter Kollege Dr. Meister alles ausgeführt. Und selbstverständlich werden wir aufgrund der vielen Unzulänglichkeiten und der politischen Polemik, die in den Anträgen enthalten ist, diese ablehnen. Aber diese Anträge schaffen ja die Möglichkeit, über Steuerpolitik noch mal ein wenig zu reden und festzustellen, dass wir in Deutschland eine Situation haben, wo wir steuerpolitisch handeln müssten. Wir sind in der Rezession, wir sind Schlusslicht in Europa. Ich will nicht vom kranken Mann Europa sprechen, da würden wir wieder darüber diskutieren, ob die Begrifflichkeit richtig ist. Aber jedenfalls liegen wir, was das Wirtschaftswachstum angeht, ganz hinten. Wir haben eine steigende Arbeitslosigkeit. Wir müssen feststellen, dass die Insolvenzen dieses Jahr geschätzt auf ca. 18.000 Unternehmen steigen werden. Das ist ein Anstieg von fast 24%. Wir sehen, dass wir eine Exportflaute haben. Wir sehen, dass die privaten Investitionen zurückgehen. Also alles signifikante Daten, die es notwendig machen, dass wir handeln. Unser Standort Deutschland steht in der Gefahr, den Anschluss zu verlieren. Und da sind drei Punkte alleine wichtig. Wir haben die höchsten Energiekosten. Da haben Sie jetzt versucht, einiges für einige Unternehmen zu machen, aber nicht für alle, das zu reduzieren. Wir haben die höchsten Arbeitskosten. Und wir haben eben die höchste Steuerbelastung.
Wenn der thesaurierte Gewinn in Deutschland bei einer Kapitalgesellschaft mit 30% besteuert wird, wird er im OECD-Durchschnitt mit 23% besteuert und in der EU, wenn ich Deutschland rausnehme, mit 20% besteuert. Daran sieht man, dass wir hier Handlungsbedarf haben. Daran sieht man, dass wir die Unternehmen entlasten müssen, damit Investitionen wieder nach Deutschland kommen, damit die Unternehmen auch die Möglichkeit haben, zu investieren und selber den Transformationsprozess aus ihrem Einkommen zu finanzieren. Denn Steuerpolitik ist auch immer Standortpolitik, und von daher geht es darum, steuerliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die das möglich machen. Und Sie haben einen Versuch unternommen, ansonsten erleben wir ja in dieser Ampel im Wesentlichen steuerpolitischen Stillstand mit dem Wachstum-Chancengesetz. Und jetzt können wir in die Debatte einsteigen, wer schuld war, woran. Ich will aber nur feststellen, weil Kollegin Beck, die jetzt leider gerade nicht da ist, gesagt hat, es gab Kritik der Länder punktuell. Ich will sagen, wenn ich mir den Beschluss des Bundesrates noch mal angeguckt habe, da ist 16:0 entschieden worden, es gäbe grundlegenden Überarbeitungsbedarf. Das war der Beschluss von 16 Ländern, Beteiligung von SPD, Grünen und CDU ist das so beschlossen worden. Und das müssen wir, glaube ich, dann auch zur Kenntnis nehmen. Und es gibt, glaube ich, auch gute Gründe, das mögen Sie anders sehen, dass es seriös wäre, einen Haushalt vorliegen zu haben, finanzielle Rahmenbedingungen vorzulegen zu haben, um dann die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Sie haben sich jetzt auf den Weg gemacht, den Haushalt 2024 zu beschließen. Ich höre, im Januar soll er dann auch beschlossen werden. Und das ist doch die Chance, dass wir gemeinsam in diesen Vermittlungsausschuss gehen und die richtigen Maßnahmen, die in diesem Wachstumschancengesetz enthalten sind, auch gemeinsam umzusetzen. Und ich habe in der Pressemitteilung oder in der Presse gehört, dass Minister Lindner nicht mehr von den 3 Milliarden spricht, sondern mittlerweile von den 6 Milliarden wieder, die zur Verfügung stehen. Das ist ja ein richtiges Signal. Alleine deshalb hat es sich schon gelohnt, sich zu einigen, weil die Zahl sich ja schon wieder verdoppelt hat. Von daher sind wir, glaube ich, da auf dem guten Weg. In der Debatte ist ja auch die Substanzbesteuerung angesprochen worden. Also ich habe über die Probleme des Standortes gesprochen. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das wäre nun der völlig falsche Weg. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat geschrieben, keine Steuer wäre wirtschaftsfeindlicher. Die Vermögenssteuer wäre eine Mittelstandsbremse. Das IFO-Institut sagt, es werden erhebliche toxische Wirkungen auf den Standort Deutschland zu spüren sein, wenn wir sowas hätten. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das wären ja zusätzliche Belastungen. Und ich bin ja ganz froh, dass die Freunde in Hessen sich jetzt mit der SPD verständigt haben in einen Koalitionsvertrag. Und wenn man da reinguckt, steht da drin unter der Steuerpolitik, wir bekennen uns zu Entlastung und zu keinen weiteren Belastungen. Also die Hessens-SPD hat schon mehr verstanden als die SPD hier im Deutschen Bundestag. Und auch zu dieser Debatte, wie viel da jetzt was bezahlen sollen. Also erstmal würde ich noch feststellen wollen, dass ein großer Teil des Vermögens gebundenes Vermögen ist, das nicht als freie Liquidität zur Verfügung steht, auch im betrieblichen Vermögen. Und davon abhängig sind natürlich auch viele Arbeitsplätze, die Sie damit gefährden würden, wenn Sie dieses weiterdenken. Aber Sie sind ja verfangen in Ihrer Neiddebatte. Und wir haben in der Einkommenssteuer, über die wir ja auch schon gesprochen haben, einen linear progressiven Tarif. Das heißt, er steigt, die breiteren Schultern sollen auch mehr tragen. Das ist richtig so, da stehen wir auch zu. Ich möchte Ihnen mal sagen, dass mittlerweile 10% der Steuerpflichtigen fast 55% des gesamten Steueraufkommens dieser Bundesrepublik Deutschland tragen. Auch das ist eine Tatsache, die man, glaube ich, mal zur Kenntnis geben müssen. Denn die mehr haben, leisten auch schon mehr. Und das können wir ja, glaube ich, auch mal feststellen. Dennoch ist es wichtig und könnte ein gemeinsames Anliegen sein, dass wir uns mit dem Einkommensteuertarif beschäftigen. Und nicht nur mit der Progressionsanpassung. Wir haben den Progressionsbericht darauf hingewiesen worden. Aber ich glaube, wir haben ein Problem in dem Einkommensteuertarif, weil er zu steil am Anfang ist. Wir müssen gemeinsam vielleicht mal darüber nachdenken, wie wir den Mittelstandsbauch abbauen könnten. Das wird keine einfache Lösung sein, weil es eine teure Lösung ist. Aber ich glaube, wir sollten da was machen. Wir sollten die Tarifeckwerte nach rechts verschieben. Ich kann keinem erklären, dass man 1960 ein Spitzenverdiener war, indem man das 18-fache des durchschnittlichen Arbeitseinkommens verdient hat. Und heute ist man ein Spitzenverdiener, wenn man bereits das 1,5-fache des Durchschnittseinkommens verdient. Also von daher gibt es hier erheblichen Handlungsbedarf, und dem sollten wir uns stellen. Und abschließend wundert mich ja fast gar nichts mehr bei dieser Regierung. Aber als ich heute Morgen die Zeitungen aufgeschlagen habe oder die Medien aufgeschlagen habe und dann gelesen habe, Habecks Ministerium rät Firmen zu weniger Gewinn. Da habe ich mir gedacht, jetzt weiß ich, wo die Ampel steht. Herzlichen Dank. Und der letzte Redner in der Debatte ist für die SPD-Fraktion Tim Klüssendorf.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Manchmal in der Debatte habe ich mich ja gefragt, wo ich hier eigentlich bin. Man bekommt ja fast den Eindruck, dass eine Gruppe von 1,5 Millionären in Deutschland eine vulnerable Gruppe ist, für die wir Sozialpolitik machen müssten. Ich war schon kurz davor, Ihnen Taschentücher vorbeizubringen, weil so sehr, wie Sie sich da eben eingesetzt haben für die ganzen Millionärinnen und Millionäre, für die Milliardärinnen und Milliardäre in diesem Land, da vermutet man ja gar nicht, für wen Sie sich hier noch so einsetzen wollen. Und wenn man ganz ehrlich mal über die Vermögenskonzentration spricht, der Kollege Schrodi hat es gemacht, der Kollege Schmidt hat es gemacht, da muss man doch wirklich anerkennen, und selbst Sie können das doch nicht bestreiten, dass wir da ein wachsendes Problem in Deutschland haben. Die Vermögenskonzentration ist mittlerweile auf Platz 3 von allen OECD-Ländern. Es gibt kaum Länder, in denen Wohlstand so ungerecht verteilt ist wie in Deutschland. Und dazu kommt auch noch, dass über die Hälfte dieses Wohlstandes nicht mehr selber erarbeitet ist, sondern wissenschaftliche Studien zeigen, dass das vererbt wurde. Es wurde einfach weitergegeben von Generation zu Generation zu Generation. Da steckt weder Leistung dahinter, noch steckt dahinter eigenes Engagement. Da steckt nur eine falsche Erbschafts- und Vermögensbesteuerung hinter. Und deswegen haben wir da ein großes Problem, das wir endlich anpacken müssen. Und wenn wir dann jetzt über die Vermögenssteuer und die Erbschaftssteuer sprechen, da muss man ehrlicherweise sagen, wir haben keine Einigung im Koalitionsvertrag. Und ich betone das auch noch mal gerne, weil Max da eben so ein bisschen außer Haut gefahren ist. Das ist kein Problem für mich. Aber es ist doch jetzt keine Überraschung, dass ein sozialdemokratischer Parteitag dazu Beschlüsse fasst. Also was erwarten Sie denn von uns, dass wir da sehenden Auges weggucken? Ich würde mich eher freuen, wenn Sie dieses Problem endlich mal anerkennen und selber Beschlüsse dazu fassen. Und es soll ja auch einige Kolleginnen und Kollegen in Ihren Reihen geben, liebe Union, die das auch so sehen. Zum Beispiel gab es ja im Programmprozess eine Menge von Vorschlägen, wie man eine Erbschaftssteuer reformieren kann, auch von Ihrer Seite. Jens Spahn zum Beispiel, der hat vorgeschlagen, eine Flat Tax zu machen. Eine Flat Tax ohne Ausnahmen für Betriebsvermögen. Momentan ist es so, dass bei Betriebsvermögen bis 26 Millionen Euro kleine Handwerksbetriebe, ähnliche Betriebe, die können komplett von der Erbschaftssteuer befreit werden, wenn sie garantieren, dass sie 7 Jahre lang ihre Lohnsumme weiterzahlen und 10 Jahre lang ihr Produktionskapital weiter einsetzen. Solche Ausnahmen wollen Sie streichen mit solchen Flat-Tax-Vorschlägen. Man muss sich mal einen Begriff machen, was das für Familienunternehmen und die Wirtschaft in Deutschland bedeuten würde. Ich finde, dass ein progressiver Steuertarif in der Erbschaftssteuer richtig ist. Ich finde auch richtig, wenn kleine Unternehmen geschützt werden. Das, was Sie da vorgeschlagen haben, wäre unsozialer als das, was wir heute haben. Und in der Vermögensteuer wird dann, wenn man nicht weiter weiß und keine Argumente mehr hat, ja auch gerne mal angesprochen, dass das ja so viel Bürokratie bedeuten würde. Unabhängig davon, dass diese Steuer über Jahrzehnte gegolten hat, interessiert Sie die Bürokratie zum Beispiel beim Sanktionsregime, beim Bürgergeld gar nicht. Da kann gerne nachgeprüft werden, ob die Bewerbungen ordentlich abgegeben worden sind oder wer wann zu welchem Vorstellungsgespräch gelaufen ist. Wenn man da noch mal 50 Euro kürzen kann, ist es in Ordnung. Aber bei einer Vermögensteuer, wo wirklich Geld drin ist, wo man wirklich was holen kann, wo es wirklich die starken Schultern in dieser Gesellschaft treffen würde, da ist es die Bürokratie, die im Weg steht. Ich finde, das ist ganz schön doppelmoralisch und komplett an der falschen Stelle. Es ist auch schon erwähnt worden, dass Vermögensteuer und Erbschaftssteuer Ländersteuer sind und die Einnahmen den Ländern zukommen würden. Das haben wir auch in unserem Programmprozess jetzt noch mal verdeutlicht, wofür diese Einnahmen eigentlich sein sollen, nämlich für Polizei, innere Sicherheit, aber vor allen Dingen für Bildung. Ich weiß nicht, wofür die AfD zum Beispiel mit ihren Anträgen heute gekämpft hat, wenn sie sagt, das Geld soll nicht ins Ausland gehen. Das ist vollkommen an der falschen Stelle erwähnt, weil wir wollen das Geld dafür nutzen, um unsere Schulen besser zu machen, um mehr Lehrkräfte einzustellen, um den Unterricht besser zu machen und um in die Zukunft von morgen zu investieren. Dafür soll eine Erbschaftssteuerreform da sein, und dafür würden wir uns auch für eine Vermögensteuer einsetzen. Und jetzt zu dem Punkt, warum ich und viele andere am Wochenende eine einmalige Vermögensabgabe noch mal in die Diskussion gebracht haben. Die einmalige Vermögensabgabe steht im Grundgesetz. Sie ist möglich, das sagt auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages. Und vor allen Dingen ist sie eine Bundessteuer bzw. eine Bundesabgabe. Wir haben momentan einen enorm hohen Finanzbedarf auf Bundesebene. Wir versuchen das mit Aussetzung der Schuldenbremse-Diskussion, mit Sozialkürzungen, mit allen möglichen Dingen irgendwie zu bekämpfen, dass wir diesen Finanzierungsbedarf erfüllen können. Aber es gibt eine Lösung, die bisher viel zu wenig diskutiert worden ist, und das ist tatsächlich die Beanspruchung von hohen Vermögen und den höchsten Vermögen. Wir haben 0,0002% Milliardäre in dieser Gesellschaft, die aber gleichzeitig über die Hälfte des Vermögens in dieser Gesellschaft haben. Und da kann man doch nicht einfach sich hinstellen und sagen, das ist uns vollkommen egal, das berücksichtigen wir nicht.
Das können doch selbst Sie nicht sagen, dass das keine relevante Größe in der Politik ist. 1,5 Millionen Millionäre haben wir in Deutschland. Aber wir diskutieren hier eher, ob man den Bürgergeldempfängern den letzten Cent aus der Tasche nimmt, als da endlich mal auf die starken Schultern ranzugehen. Ich finde, das ist moralisch verwerflich. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die stärksten Schultern in dieser Gesellschaft auch die stärksten Lasten tragen. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir lehnen die Anträge ab. Und damit schließe ich die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Zur Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Die erheblichen Steuermehreinnahmen Deutschlands richtig einsetzen, die Bürger nicht für ausländische Staaten mit einer Vermögenssteuer oder Vermögensabgabe belasten. Der Ausschuss empfiehlt hier in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 6097 den Antrag der Fraktion der AfD auf der Drucksache 5611 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind Koalitionsfraktionen und CDU/CSU. Wer stimmt dagegen? Die AfD-Fraktion. Enthaltungen sehe ich keine. Dann ist die Beschlussempfehlung damit angenommen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10b, der Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der AfD zur Anpassung steuerrechtlichen Vorschriften. Der Finanzausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung, den Gesetzentwurf der Fraktion der AfD auf der Drucksache 6144 abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Enthaltungen sehe ich keine. Dann ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung auch die weitere Beratung. Und ich komme zum Tagesordnungspunkt 10c, der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Inflationsbedingte Bereicherung des Staates an Erbschaften und Schenkungen verhindern. Der Ausschuss empfiehlt, hier den Antrag abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die Koalitionsfraktionen, CDU/CSU. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Enthaltungen sehe ich keine. Dann ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Vielen Dank. Und ich rufe nun auf die Tagesordnungspunkte 28a.